Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben Drachenjäger. Söldner Drachenjäger natürlich. Und damit, dass wir hier stehen geblieben sind, Richtung Minenkolonie, wir haben nämlich das Auge Innos repariert und haben damit können damit mit den Drachen reden. Aber wir sind auch letztes Mal hier stehen geblieben, Richtung Minikolonie, weil wir eigentlich uns dachten, hey, ist ja nichts mehr. Aber wartet mal ab, wir haben gleich noch was hier zu tun in der neuen Welt sozusagen, also im Land der Bauern und der Hafenstadt. Danach werden wir ins Winter gehen und ja, meine Freunde. Wenn ihr noch genau was wissen wollt, was letztes Mal noch alles andere passiert ist, außer der Umkehrritual für das Auge Innos, könnt ihr hier oben gerne einmal auf die Infokarte klicken. Und jetzt, meine Freunde, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und wir sehen uns nach dem Intro, also bleibt dran. So, meine Freunde. Eigentlich wollten wir ja jetzt hier locker flockig eben die Orks hier plätten. Was uns wahrscheinlich ziemlich viel gekostet hätte. Da gehe ich ganz stark von aus. Haben wir das. Unser Knaubilias haben wir auch noch gar nicht verbessert. Hoppala, da müssen wir auch noch was machen. Also das müssen wir eindeutig noch machen, bevor wir da weggehen. So. Da müssen wir dann eindeutig hier auch noch eben nach Xuxalas gehen. Aber hauptsächlich müssen wir jetzt erst einmal zu Bengas Hof. Dann nämlich mit Benga einmal reden. Dann müssen wir einmal runter. Weil dann Bengas Leute sitzen da unten im Tal. Und dazu müssen wir durch Benga natürlich dann jemanden haben, der hier jetzt aufpasst. Also Söldner, die hier dann aufpassen. Und das werden wir jetzt vom Benga auch hören. Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Das wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Ja, das wird schon. Keine Sorge. Keine Sorge. Das wird schon. Darum kümmere ich mich jetzt auch. Genau, müssen wir nicht einmal runter zu Malak. Dann gehen wir mal zu Wolf, dass der uns hilft. Dann kommen wir wieder zu Malak und dann speichern wir jetzt einfach mal eine Runde ab. Haben wir schon gelernt. Hier speichern. Weil die Mod gerne mal bei mitten in Gesprächen sagt, ich habe keine Lust mehr. Das haben wir schon sehr oft gesehen. Ich frage mich nicht, wieso das so ist. Es ist aber leider so. Ich habe mit sonst keiner Ahnung solche Probleme, aber mit der High Vegetation Mod. Unglaublich. Ja gut, vielleicht noch die Welt der Verurteilten Hardcore. Wer mich im Stream da verfolgt, der weiß, was ich meine. Da sagt das Spiel auch gerne mal, nö, ich habe keine Lust mehr. Aber das ist Gothic 1 und Gothic 2. Das ist ein Unterschied. Trotzdem, vorher im Let's Play hatten wir nie Probleme. Aber es hat auch wahrscheinlich an dem Speicherstand zu tun. Da kann man machen nix. Ja, genau. Alleine Schusslos, Rachenjagd, Schattenläufer, Hörner für Basta. Die Blutkelche. Ja, die Blutkelche, die müssen wir auch noch machen. Ganz blöd. Können wir eigentlich auch zum Schluss machen.
Blutkelch. Hallo Malak. Ja, bist bereits. Wie ist es hier? Ich muss mich hier nur mit Banditen herumärgern. Das ist das kleinere Übel. Okay. Bengar braucht dich. Er will, dass du zu seinem Hof zurückkommst. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Solange wir auf dem Hof schutzlos leben müssen, bewege ich mich hier keinen Meter weg. Ja, ist in Ordnung. Ich hol eben den guten Wolf. Mach dir mal keine Sorgen. Ich mach das schon. Alles gut. Bengar braucht mich auch. Mich auch. Ja, mich auch. Ich habe die ganzen Monster von bei ihm da getötet. Also, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. So, Bengar braucht. So, Bengar braucht den guten Malak. Und Wolf, bist du? Da bist du ja. Was für eine tolle Minecrawler-Rüstung, aber ich habe einen Job für dich. Ich habe vielleicht einen Job für dich. Auf Bengars Hof. Man darf halt nicht alles glauben, das hört. Der Pass zum Minental mündet genau in Bengars Bauernhof. Also er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Abgemacht. Und weil du einer von uns bist, mache ich dir auch einen fairen Preis. Gib mir 300 Goldmünzen und ich bin schon weg. Das hätte er auch selbst wissen können. Hier ist dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Es ist halt nichts umsonst, ne, meine Freunde. Ne? Das ist ja klar. Aber dafür, dass wir einer von euch bin, hab so 300 Gold statt 500 Gold. Ja gut. 200 Gold gespart, aber na gut. 100 für jeden Söldner, der da jetzt auftaucht. Also ich habe zumindest als Paladin eine nicht mehr als 3 Söldner gesehen. Also Wolf und er und 2 andere. Deswegen. So, Malak. Wir speichern natürlich einmal. Das ist, na klar. So, Großer. Bengar braucht dich. Er will, dass du zu seinem Hof zurückkommst. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe einen Söldner angeheuert. Er wird auf den Hof Acht geben. Na, das ist natürlich etwas anderes. Aber Moment mal. Wer bezahlt den Kerl denn? Das ist mein Problem. Mhm. Keine Chance, Nein zu sagen, was? Nein. Nein. Gut, dann gehe ich zurück. Hoffentlich taugt der Junge was. Ja, natürlich, Wolf ist einer der Besten. Der ist sogar schon im Minental. Er ist ja schon einer der Besten. Ne? Also, Wolf ist zuverlässig. Der weiß schon, was er tut. Der ist Rüstungsbauer, der ist alles. Der ist Jäger, der macht euch alles, was ihr wollt. Der bastelt euch auch ein paar Lederrüstungen, die ich am Anfang hatte. Das ist doch schon mal ein kleiner Schutz für euch. Als die popligen Bauernklamotten, die ihr anhabt. Ich wollte die Feuernessel eigentlich mitnehmen, aber egal. Gut, dann sagen wir aber Bengar noch Bescheid. Dann teleportieren wir uns zu Xardas Turm. Werten einmal die Klinge auf. Muss ja eigentlich gehen. Okay. Wenn die Klinge schon mal ein bisschen stärker ist. Und dann versuchen wir mal, dass wir in die in Sachen Thema ja, mit 99 Stärke müssen wir doch mal ein paar Orks ein bisschen auf dem Maul hauen können, oder? Oder was sagt ihr? So. Ihr seid aber schnell hier, Jungs. Wann habt ihr mich denn überholt? Das ist ja was. Das ist ja mal wirklich. Was ist das, ne? Hey, Bengar. Ich hab dir ja mal ein paar Leute gebracht. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. 400 Gold, ja geil.
Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Ja, gut. So, haben wir denn einen Teleport zu Xardas denn schon drin? Natürlich nicht. Ja, Teleport zu Xardas. Und was war der andere Teleport? Zum Großbauern, ne? Teleport zum Pass Inquirinus. Okay, das passt ja. 5. Und dann wieder 4. Das ist sehr gut. Gut. Sehr, sehr schön. Oh ja, wir können einmal speichern. Weil, wir sind gerade teleportiert. Und selbst dann mag das Spiel gerne mal abstürzen. So, wir haben das Auge Inos, haben wir repariert. So, apropos Auge Inos. Das Auge pulsiert voller Energie. Bringt uns zwar jetzt nichts, aber was soll's. Voilà, wir sind ja schon ganz oben, das ist sehr gut. Hallo Belia. Die Klaue verbessern. Das macht 10 Lebensenergie, Junge. Ist ja geil. Junge, haust ja ordentlich raus hier, wa? Gut, die Klaue Belias. Chance auf extra Schaden. 34%, okay. Okay. Nein. Ich wollte gerade sagen, dass ich teleportiere ich euch zweimal an denselben Ort. Gibt's ja gar nicht. So, kann man natürlich speichern. So. Und jetzt haben wir eigentlich soweit Drachenjagd, Schattenläufer. Schattenläuferhörner haben wir nicht so weit. Haben keine Schattenläuferhörner, ne? Dann würde ich mal sagen, versuchen wir unser Glück bei den Orks. Ob wir da jetzt ordentlich Schaden raushauen werden, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir aber ja gleich sehen. Mit einem Ork sind wir ja schon relativ gut zurechtgekommen. Speichern wir noch einmal. Ne? Sind ja gleich direkt bei den Orks, ne? Und so, der müsste jetzt eigentlich ja gleich angelaufen kommen. Okay, das sind 2. Aua. Das lief eigentlich relativ gut. Das muss ich ehrlich mal sagen, das lief relativ sehr gut. Das bedeutet erstmal wieder ein bisschen heilen. Mit 2 Orks sind wir gerade relativ gut klargekommen. Also, da habe ich jetzt gar nichts zu meckern. So, natürlich nochmal speichern. Sehr gut. So, und ich meine, da vorne ist das Lager der Orks. Wir haben uns wahrscheinlich nicht jetzt alle. Ja. Genau das. Mit. Genau. Deswegen werden wir jetzt einmal ganz locker flockig brauchen eben eine Magie. Magie des Feuerregens. Und natürlich brauchen wir erstmal ein bisschen Mana, weil ich gerade zweimal teleportiert bin, so doof wie ich bin. So, danke. X Feuerregen. Beweg dich!
fallen. So. Ja, nee, ist klar. Komm mir durch! Fuck. Verdammte Kacke. Also das wäre fast, hätte fast geklappt. Also das war gar nicht mal so blöd. Ja. Also das hat echt gerade fast geklappt mit den... mit dem Feuerregen. So. Feuerregen natürlich wieder aus... wählen. Das war sehr, sehr gut. Das war eigentlich relativ richtig... Das war nicht nur relativ gut, das war sondern sehr gut. So. So. So, da kommt der Erste. Das war der... Komm. Das war der Zweite. Das war der Dritte. Verdammt! Okay. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Also gut. Da haben wir jetzt uns entweder mal mit, ich glaube, zweimal Feuerregen, weiß ich gar nicht. Das müsste aber klappen. Vordere Abteilung und hintere Abteilung. So, also, das hat doch alles wunderbar geklappt. Dann nehmen wir doch mal alles mit. Die Ork-Axt, die haben alles angenommen. Aquamarin sogar. Und da waren zwei. Okay, hier vorne, der ist auch schon. Den habe ich noch nicht. Den habe ich schon, den habe ich schon. Sehr schön, dann läuft das. Ah, so ein Stepperkraut liegt da. Den habe ich. Ring der Eisenhaut. Sehr gut. Hier hinten lag noch ein Ork. Verwandlung Feldräuber. Damit haben wir den Pass. Boah, ich wollte gerade sagen. Damit haben wir den Pass gerade gesichert, meine Freunde. Das erlaubt uns erstmal eine Runde zu speichern. Das ist sehr gut. So. Hier war noch Mana-Extrakt, das nehmen wir noch mit. So, und da lag dann noch ein bisschen Snapperkraut, so wie ich weiß. Sehr gut. Also, perfekt. Damit haben wir den Pass befreit und können jetzt ab sofort normal ein- und ausreisen. Und das werden wir jetzt auch zum ersten Mal machen. Wir gehen nämlich jetzt ins Minental über den Pass und nicht über den Schleichweg.
Und da ist Kapitel 4. Die Drachenjagd. Ja, sehr schön. Die Drachenjagd. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt das vierte Kapitel mit der Drachenjagd natürlich. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Orks da mal besiegen rund um, ja, rund um den guten Globus, eher um die befestigte Stadt. Weil das ist jetzt, glaube ich, ein sehr guter Moment, wenn wir da jetzt mal ein bisschen aufräumen. Und was machst du denn noch hier? Was stimmt denn nicht mit dir? Toter Drachenjäger. Warum ist da ein toter Drachenjäger? Was machst du noch hier? Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Ja, genau, nur eine kleine Pause. Guter Drachenjäger. Rissa Amletek. Ja. Weiß ich, sollen wir. Amletek Krieger. Schutz vor Waffen, weil wir die Ringe haben ja auch. Da, die beiden Ringe. Die geben nochmal 20 Schutz vor Waffen. Ist besser, ne? Als Ringerkraft. Ja, komm. Dürfen wir aber nicht mehr ablegen. Amulett der Krieger. Ring der Krieger. Ring der Krieger. Das lassen wir aber, legen wir uns aber nie wieder ab. Auch wenn Stärke und Mast kriegen. Und gut, dass wir den Drachen, die Snapper da besiegt haben. Ich hab da meine eigene. Glaubst du wirklich? Von der Fackel. Das interessiert mich nicht. Jorn, Bruder, Hilf, Harkun, Gorn. Das liegt auf der Hand. Das kann doch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Alles Drachenjäger. Ich hab so einiges gehört. Ich war ganz allein. Hey, du! Hier brauchst du das nicht zu sagen. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Das alles ist. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich habe keine Ahnung. Ich warte, dass hier endlich mal was passiert. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was soll denn passieren? Oh Mann, du bist wirklich nicht von der hellsten Sorte. Wenn ich es wüsste, müsste ich ja auch nicht warten. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Was könnte denn passieren? Du nervst. Pass auf, es ist mir egal, was passiert. Hauptsache, es passiert irgendwas. Das war keine große Sache. Ich glaube nicht. Wieso machst du da nicht irgendwas? Wenn du nicht gleich aufhörst, dumme Fragen zu stellen, werde ich dir dein dreckiges Maul stopfen. Ach echt? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wenn du nur wartest, wird ja nie etwas passieren. Na gut, hau ich mir jetzt aufs Maul. Jetzt reicht's! Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Das ist der Geheim. Jetzt! Zeig auf! Immer fester drauf! Schlag zu! Aua! Alles! Das wird ihm eine Lehre sein. Was soll das? Ich weiß gar nicht, warum er jetzt gespeichert. War so klar, dass das Spiel jetzt abkackt. Oh, ich kann kotzen. Ja, Biff besiegen. Ja, geil. Auch noch mit einer Waffe, die ich...
mit dem ich ihn umbringen könnte. Super. Voll cool. Richtig geil. Und ich mich auch noch so zurück... Also ich müsste eigentlich eine Waffe anziehen, die ihn nicht leicht tötet. So, ja genau. Ja, jetzt müssen wir wieder da ins Minental laufen. Kapitel 4 einläuten. Wieder nochmal. Ach, das ist doch alles dämlich. Ja. Kapitel 4, Drachenjagd. Geht das mit? Ja, jetzt sieht das mit. Ganz kurz. Gut, ja, wir können eben ja schon mal unsere Ringe wieder anziehen. Da so. Ring der Krieger. Amulett der Kraft. Amulett der Krieger. So. 145 Schutz vor Wappen. So, dann reden wir erstmal mit Gorn. Und wir wechseln einmal kurz die Waffe. Falls Cliff uns meint wieder. Der. In der. Ah ja, jetzt habe ich keine Stärke mehr. 4 Stärke zu wenig für die Bartaxt. Okay, der Paladin 2 Händler. Noch das edle Langschwert, nee. Besser als gar nichts. Ja gut, wir haben jetzt 86 Stärke, ne? Ja gut. Da ja, kann man jetzt so oder so sehen, ne? Wenn man nämlich das Amulett ablege, wenn ich jetzt das Amulett ablege, habe ich ein großes Problem. Ja, mit der Klaue ist halt das Risiko hoch, dass wir einem ordentlich auf die Fresse hauen. Also so richtig auf die Fresse, dass er nicht mehr aufsteht. Nämlich, dass Bill ja einmal deine Blitze zücken lässt und dann ist er tschüss. Ja, Billgott, du. Weiß nicht, warum er hier noch rumhängt. Ich werde ihn nochmal ansprechen. Vielleicht haut er dann irgendwann mal ab. Was hatte der grobe Zweihänder? Milchheilkraut, alte Münze. Okay. Münzen. Dann werden wir jetzt mal nicht mit befrieden. Wenn wir nämlich später mit irgendeinem von den Jungs reden. So. Wenn wir erstmal mit Gorn oder so reden. Weil Gorn, ne? Bester Friend ever. Selbst hinter ihm her wäre. Akun. Nee, ich will Gorn reden. Hallo, Gorn! Ein Kinderspiel. Man darf halt nicht alles glauben. Beutel mal ab. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine schlimme Sache. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ja, ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Wir haben ihn natürlich doch noch erzählt sich ja so einiges. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Wo hast du das denn schon? Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Das will doch gut wissen, glaubst du. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Ja, gerne. Wir speichern natürlich gerne. Einmal, ja. Das Spiel ist uns ja gerade eben einmal abgeschmiert. Als ob ich nicht schon. Biff, du kommst als letztes dran. Ah, komm. Hey, hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Man darf nein, verdammt. Glauben, was man hört. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Noch mehr wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Ja, hier hast du was. Hier hast du was. Ein Wacholder habe ich. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Es war genau so, wie du sagst. Okay. Keine Ahnung, sag du es. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. 300 Goldstücke. Er stellt sich das immer so einfach. Hier ist in Ordnung. In Ordnung. Hier ist das Geld. Ich habe genug. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen.
Das hätte er auch selbst wissen. Lass uns mit dem Training beginnen. Okay. Lass ich lieber die Finger. Er gibt mir, okay. Er stellt sich das immer so ein. Bisschen auch noch. Ich habe da meine eigene Meinung. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Ja gut, das ist... Glaubst du wirklich daran? Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? War doch klar. Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Der muss einfach mehr trainieren. Das ist doch lange bekannt. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Ich glaub nicht, den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Ja. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ich hätte was anderes gemacht. Also, wo sind jetzt die Drachen? Meine Meinung. Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Das interessiert mich nicht. Ja, das okay. Gut. Davon lasse ich lieber die Finger. Gut, meine lieben Freunde. Die Zeit ist leider um. Meinst du, mir geht es besser? Können dann uns in der nächsten Folge werden wir uns dann mal wieder mit Biff und so unterhalten und mal gucken, ob wir da irgendwie den Biff niederkriegen, ohne dass wir ihn töten. Weil mit der Claubilias ist das ein bisschen einfacher mit dem Töten. Und, irgendwie, Freunde, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und wir würden uns dann natürlich in der nächsten Folge wieder hier an dieser Stelle sehen. Und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und jetzt, meine lieben Freunde, könnt ihr euch gerne noch mein Nebenprojekt hier euch über mir ansehen, nämlich Age of Empires die Divinity Edition. Und natürlich könnt ihr links von mir euch die Playlist vom Söldner Drachenliga euch einmal ansehen, wenn ihr noch was nachgucken wollt. Ja, meine Freunde. Also, meine Freunde. Das war's dann für heute für mich. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bleibt gesund und sage tschüttele, haut rein. Ich bin jetzt und bis dann. Das hast du nicht gewusst. Das hätte doch besser wissen müssen.